Abendvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Zuerst mal danke, dass nochmal die Infos auch vorgetragen wurden. Ich finde es gut, wenn die dem Protokoll das mal beigefügt werden. Ich glaube, das wäre im Interesse von allen. Den letzten Punkt mit dem Appell an den Bund hätte man sich, denke ich, auch sparen können. Das ist auch eigentlich immer ein Teil der Stadt Hasse gewesen. Wir können auch mehr aufnehmen, weil die Welt ist einfach in einer mehrfachen Krisensituation und deswegen steigen die Zahl an Flüchtlingen. Wenn wir wollen, dass weniger Menschen fliehen, dann müssen wir bei unseren Rüstungskonzernen an anderen Stellen anfangen. Aber solange Menschen auf der Flucht sind und Schutz brauchen, dann nehmen wir natürlich auf. Ich denke, der Punkt, wir werden dem Antrag zustimmen. Ich will da gar nicht so emotional werden, weil ich finde, es ist ja deutlich geworden, dass da was schief gelaufen ist. Sie sagen, es war das Verfahren, das immer gelaufen ist. Ich kann es im Detail gar nicht so beurteilen. Wir haben auch von Frau Friedrich nicht unbedingt vorab Informationen bekommen. Und es ist einfach ein Punkt, also die Entscheidung war ja, das letztendlich dann zu veröffentlichen, wenn die Tatsachen geschaffen sind. Und die Frage ist ja, ist das nicht quasi ein Ticken zu spät? Als die Genehmigung durch war, dann hat man dem Ortsbeirat erzählt, was kommt. Und das, glaube ich, ist ja der Punkt, dass man an einem Punkt, wo man auch ein bisschen mitreden kann. Und zwar nicht, ob dort eine Unterkunft hinkommt, sondern wie die aussehen muss. Denn es wird immer gesagt, Kassel bringt dezentral unter. Und ja, das ist ganz viel so. Aber ich finde, eine Unterkunft mit über 200 Leuten ist keine kleine Unterkunft. Sondern wir müssen doch eigentlich insgesamt eher dahin, dass es viel mehr in die dezentralen Wohnungen geht. Dass es tatsächlich, man sich da tatsächlich integriert, weil man dann auch Nachbarinnen hat und nicht nur Sozialarbeiter braucht, die unterwegs sind. Also von daher finde ich auch, wenn man von dezentraler Unterbringung redet, wir müssen ja eher dahin kommen, wie kommen wir tatsächlich zu einer dezentralen Verteilung. Und es war ein Tag zu spät und Sie haben ja auch gesagt, es ist bewusst gemacht worden, weil man Angst hatte davor, wie reagieren denn vielleicht Leute. Es ist vielleicht manchmal bei den Ortsbeiräten, weiß man vorher noch nicht, in welchen Stadtteil man geht. Und ich finde, man hätte das vor Juni schon machen können. Es gibt aber auch den Ausländerbeirat, der bei allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohnerinnen betreffen, anzuhören ist. Und der sollte doch zumindest in der AG Flucht, Sie hatten aufgezählt, wer da alles aus der Verwaltung drin sitzt. Warum sitzt da niemand vom Ausländerbeirat zum Beispiel? Weil es ja nicht, und ich bin wirklich sehr froh, dass die Diskussion hier ja nicht ist, ob wir Unterkünfte wollen oder nicht, sondern es ist ja wirklich, wie müssen die sein und in welcher Qualität müssen die sein. Sind an dem Standort jetzt alle Gutachten gemacht worden, zum Beispiel zur Luftströmung und Wasser, alles, da gibt es ja ganz viele Anregungen. Sind die Zimmer so, wie sie sein müssen? Braucht man sonst irgendeine Infrastruktur, vielleicht auch gerade im Hinblick auf den Stadtteil, in dem man ist? Und nein, Frau Litschik, ich glaube nicht, dass das Wesertor wegen den kurzen Wegen gewählt worden ist, sondern soweit mir erzählt wurde, hieß es, willentür sind die Grundstückspreise teuer. Und das ist es uns gar nicht wert. Also man muss doch auch bei der Auswahl, wo man einen Unterkunft macht, ich war selber nicht im Ausschuss dabei, aber das sind dann ökonomische und das ist ja gerade auch nochmal wirtschaftliche Erwägungen. Und nein, wenn wir es nach wirtschaftlichen Erwägungen machen, dann lassen Sie uns doch langfristig denken, wie es uns gelingt, eben gute Perspektiven für alle und eben da auch die ganze Stadt mitzunehmen und auch in allen Stadtteilen. Von daher wäre auch nochmal der Vorschlag, vielleicht nehmen Sie es ja auch direkt auf, eben nicht nur den Ortsbeirat, sondern auch den Ausländerbeirat mit aufzunehmen, weil das ja auch wirklich an einer frühen Stelle, Sie sagen, es ist ja schon alles beschlossen, mit diesem Beschluss können die Schritte, steht in der hessischen Gemeindeordnung, § 88 schreibt das vor, ist aber nicht gemacht worden offensichtlich, und man kann es einfach nochmal bekräftigen, dass wir als Stadtverordnetenversammlung das wollen. Man kann es nochmal als Signal ins Wesertor schicken, dass wir finden, okay, wir haben daraus gelernt. Sie haben ja auch selber gesagt, es ist vielleicht nicht ganz ideal gelaufen mit den Zeitabläufen. Von daher noch einen Änderungsantrag oder zumindest den Ausländerbeirat zu ergänzen. Ansonsten werden wir dem Antrag zustimmen. Und eben, wie gesagt, es geht ja doch vor allem darum, bevor man dann die Bebauung beschließt, sich zusammen anzugucken, ist die denn ideal? Oder gibt es vielleicht einfach kluge Leute, die auch außen rum wohnen, die sagen, ich hätte auch total Lust, zum Beispiel eine Nähgruppe zu machen, dafür bräuchte ich einen Raum dort und dort. Kann ja auch sowas sein. Beteiligung und Demokratie ist ja eigentlich was, wo wir denken, da kommen bessere Ideen raus, wenn wir uns zusammensetzen.